Wo sind wir? Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Ha, wir sind also in einem Wasser jetzt zurückgekehrt. War das Ganze doch kein Traum? Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Keine Ahnung, was in diesen Kisten drin war. Unerreichbare Träume, so wahrscheinlich wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Okay. Gut, wir gehen hier mal durch diese Hafenanlage weiter. Mal gucken, wo die unsere Katze hin ist. Einmal nach oben. Hier ist nichts. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Okay, wir schleichen uns also hinten raus. Und wir sind wieder zurück in der Stadt anscheinend. Ne, wir sind immer noch in der Hafenanlage. Wir sind noch nicht in der Stadt. Einmal umgucken. The Mangled Mary, Mermaid. Okay. Sollen wir dort hinein in die Taverne? Mal gucken, was uns dort erwartet. Einmal hier hoch und wir gehen mal gucken. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Der Doktor meinte, wir hätten die schreckliche Krankheit und schon ignorieren uns die Männer. Was haben wir da? Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein. Gewürzt mit schlüpfrigen Liedern, das Publikum genauso roh und... Ja, da war Ende mit dem Text. Wir gucken uns weiter hier in der Stadt um. Hier haben wir noch einen schönen Blick auf die Stadt. Paralysierte Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu stark Getränken zu haben. Sie schalten Angst und Scham aus, ebnen verzweifelt den Weg, fragen mich, was aus Pries geworden ist. Wer ist Pries? Mal gucken, ob wir das vielleicht noch erfahren werden, aber wir gehen Wo weiter durch die Geld, Stadt. Du dreckiger Mistkerl. Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Zwitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Wir sollen also hier ins Haus hinein gucken, mal wo wir die Tür dazu finden. Wahrscheinlich dort. Oh. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahingerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Da wurde wohl gerade jemand umgebracht, quasi vor unseren Augen. So, jetzt sind wir in der Taverne und gucken. Welcher ist denn der Dicke? So, gucken wir mal, was im Obergeschoss los ist bei der Dame, die wir dort gerade gesehen haben. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Okay, wir wurden quasi niedergeschlagen und er hat das Haus tatsächlich in Brand gesetzt. Oh Gott, wir werden und kommen jetzt bestimmt wieder zurück ins Wunderland. Aufgepasst, halte Augen und Ohren nach Schnauzen offen. Ja, das hat uns, glaube ich, die Grinsekatze oder der Hutmacher schon mal mitgeteilt. Und ein Metroid, nein, wir stürzen als Feuerball hinab in ein anderes, in einen anderen Teil des Wunderlands, so wie es aussieht. Und natürlich schweben wir wieder ganz sanft zu Boden. Und wir tragen gar nicht mehr, doch wir tragen wieder unser schwarzes Kleid, nein. Nein, wir tragen wieder die typische Alice-Kleidung in blau-weiß, nur mit ein paar Blutflecken. Tundra voll. Okay, wir sind also jetzt in einer Tundra gelandet. Okay, das ist tatsächlich hier wieder das Wunderland, denn wir können uns wieder klein machen. Und gehen auch sofort ins erste Schlüsselloch, wo bestimmt die erste Erinnerung gleich auf uns warten wird. Genau so ist es. Nein, das ist eine Flasche. Irgendwie läuft man automatisch immer in die falsche Richtung, sobald man aus dem Schlüsselloch hinauskommt.
Zumindest sobald man auf der Seite, wo diese kleinen Kammern sind, rauskommt, verliert Alice immer den richtigen Weg, die richtige Richtung. Okay, hier können wir also Sterne kaputt schlagen. Wir sind im Reich der Sterne angelangt. So, oben oder unten ist jetzt die Frage. Ah, wir hätten wahrscheinlich erst oben gemusst. Okay. Das heißt, wir lassen ein paar Zähne aus, aber egal. Und einen Schleim gibt es hier immer noch. Gut. Und da in der Pfütze habe ich doch gerade auch schon was stehen sehen. Das kommt doch bestimmt raus, sobald wir hier raufgehen, oder? Nein. Können wir uns hier irgendwas noch holen? Alice wird Schleime besiegen. Okay. Was bist denn du für einer? Und er taucht wieder ab. Och nee, nicht so ein großer gleich am Anfang. Erstmal die kleinen beiseite. Na komm, treff deine eigenen. So, und der Arm ist ab. Und das erste kleine ist auch kaputt. Und jetzt schmeißt er wieder seine Kugel. Komm, trifft deine eigenen wieder. Oh, er hat uns getroffen. Na komm schon. So, den haben wir ausgewichen. Und wieder ausgewichen. Und er hat uns trotzdem nochmal getroffen. Jetzt wirft er wieder. Trifft er diesmal seine Kleinen. Ah, einmal ausgewichen. Und diesmal haben wir getroffen und ausgewichen. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal die hier wegmachen. So, und jetzt können wir den Großen vielleicht sogar noch gleich ein Gesicht abschlagen. Oh, der hat seine eigenen getroffen. Auch nett, dass das geht. Und er trifft wieder seinen eigenen. So, ausgewichen und erstmal den Kleinen beiseite und noch ein Gesicht abgeschlagen. Oh, jetzt hat er uns aber tatsächlich platt gemacht. Na komm schon, geh kaputt. Super, diesmal haben wir mal nicht so einfach, also so viel ausgewichen, sondern haben einfach mal draufgehauen. Das ging um einiges schneller. Oh, ein Jedi, der, oder ein Riese zumindest, der dort ziemlich kalte Luft pustet. Und dort hängt eine aufgeschlitzte Rieseneule, die erfroren ist. Auch nett, dieser Anblick, aber na gut. Hier gibt es irgendwo eine Flasche. Können wir das aufspringen? Ha, perfekt. Und die nächste Flasche für unsere Sammlung. Da ja Alice Flaschensammler ist. Leidenschaftlich. So, hier pustet kalter Wind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Umweg hier rüber gehen müssen. Hätten wir gar nicht springen brauchen. Ein Mond und eine Flasche mit einem Schiff drin. Ein Riesenschiff in einer Flasche. Okay. Sowas kann es auch nur im Wunderland geben. Hier gibt es erstmal noch ein paar Zähnchen für uns. Und, oh, das war zu spät. Kann man sich hier noch retten? Nein, wir landen im eiskalten Nordmeer. So, er pustet, er lässt nach und wir kommen rüber. So, Timing ist hier alles. Der wird uns garantiert noch ein paar Mal begegnen, so wie ich das Wunderland kenne. Und eine Eisrutsche. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Sind wir hier im Palast? Was haben wir denn da? Ein Pferdekopf auf Rädern. Ein Springer. Klar, wir sind hier auf einem Schachfeld. Steckpferdchen. Einfach umwerfen. Okay. Das Steckpferdchen durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Ah, wie können wir das Steckpferdchen benutzen? Was kommt denn da aus dem Boden? Ein Fischmonster? Ein Eissnark. Okay. Jetzt wäre trotzdem cool zu wissen, wie wir... Ah, so können wir das benutzen. So. Einmal ausgewichen. Und weiter ins Gesicht. Okay, der war jetzt einfacher als er aussah, muss ich ehrlich gestehen. Und da kommen noch mehr von denen. So, einmal ein bisschen ausweichen und den nächsten bitte. Und draufhauen. Ah, dann kommen die wieder raus. Das ist cool. So, und den hier. Oh, da kommt noch ein anderer Fisch reingesprungen, der uns tatsächlich trifft einmal. So, kommen wir wieder raus. Okay, wir schweben gerade ein bisschen in der Luft.
So, ein bisschen weiter weggehen. Okay, jetzt haben wir ihn rausgeholt, endlich. Und es gibt einen neuen Weg nach oben. Aber vorher, vergiss nicht, die Zähne aus dem Waffenmenü auszugeben. Ja, daran denken wir. Aber wir haben aktuell noch nicht genug. So, kommen wir hier hoch? Nein. Ah, von da sind wir, glaube ich, auch gekommen. Okay, hier gibt's nichts mehr. Das heißt, wir werden hier weiter nach oben gehen. Aber da habe ich gerade noch eine Plattform gesehen, die uns einen Weg da hoch bringt. So, das können wir auch ein bisschen abkürzen. Und hier können wir doch wieder was aufstellen. Okay, wir brauchen jetzt also die Bomben gar nicht mehr, um Türen zu öffnen, sondern wir hauen einfach mit einem riesen Pferdchen drauf. Warum auch nicht? So, hier haben wir noch mal so eine schöne Wand. Und wieder mit dem Hammer zerstören. Ein goldenes Zähnchen und jede Menge weiße Zähnchen. Na, können wir das hier auch kaputt machen? Wow, cool. Da drüben haben wir eine Erinnerung und einen goldenen Zahn. Okay, erstmal hier. Oh. Das war ein bisschen zu kurz. Versuchen wir das Ganze nochmal. 1, 2, 3 und schweben. Super. Aber wie kommen wir da jetzt hoch? Ist die Frage. Weil so kommen wir doch da niemals nach oben. Die Erinnerung ist so nah und doch so fern gerade. Ah. Eine Schweineschnauze. Eine mit etwas schwarzen Dreck an der Nase. Und eine weitere Plattform. Super. Jetzt kommen wir doch nach da oben. Und eine weitere Erinnerung. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Also werden hier Menschenleben vergeudet für Expeditionen, auf denen es keine Wiederkehr gibt. Okay, so, Zähnchen sammeln und eine weitere Tür mit dem Hammer zerschlagen. Wo sind wir denn jetzt? Okay, da runter will ich eigentlich so noch gar nicht, glaube ich, weil da gab es auch noch einen Weg. Hier gibt es auch noch einen Weg. Jetzt ist die Frage natürlich, an die von da sind wir gekommen. Okay, das ist doch kein Weg. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich hoch und dann dort durch weiter. So, kommen wir da rüber geflogen? Nein, niemals. Okay, erstmal die kleineren Gegner besiegen. Okay, es sind ein paar mehr kleine Gegner jetzt gerade. Wir sitzen in der Ecke fest. Wir sind eingefroren. RB, um auszubrechen. Okay. Machen wir erstmal die weg, weil die nerven gerade etwas. Und dann holen wir uns die Fischer.